Herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zur vierten Folge von Castle Miners Set. Willkommen hier bei den Castle Miners Set Wochen aus den UFOMAN Studios in Berlin. Oh, hehe. So. Ja. Mal zumachen wieder. Hehe. Können wir da oben einen ransetzen? Hier hinten irgendwo? Nö, nicht wirklich, wa? Frage, kommt hier ein Monster durch? Oh, Kohle. Wenn wir gleich mal mitnehmen. So, wir haben ja jetzt mittlerweile auch eine Truhe erstellt. Das ist eine ganz feine Sache. Weil diese Truhe sichert uns so ein bisschen ab, wenn wir sterben. So. So, wo ist die Truhe? Hier ist die Truhe. Was haben wir denn da schon Schönes? Ach du Scheiße. Ach du, Kupfer habe ich einmal. Okay. Ich brauche jetzt eine neue Spitzhacke irgendwie oder was? Mist, ich habe zu wenig Metall oder wie? Gut, ich könnte mir auch eine Steinspitzhacke machen. Mal gucken. Reicht es denn für eine Kupferspitzhacke? Holz haben wir noch ein bisschen. Dann lass uns doch erstmal hier diese Holzdinger machen. Dann die hier. Und dann die Steinspitzhacke. Okay. Kupferspitzhacke reicht jetzt nicht, oder wie? Jetzt mit einer Steinschaufel. Okay. Steinaxt. Okay. Kupferspitzhacke. Brauchen wir zwei Kupfer. Okay. Gut, irgendwie ist jetzt... Ups, irgendwie ist jetzt ein bisschen ruhiger geworden. Vielleicht ist der Tag draußen. Warte mal, ich werde mal erstmal... Oh, ich höre sie schon wieder. Ich werde mal erstmal vielleicht so ein paar Sachen hier nochmal in die... Na, wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Vielleicht hier noch was zurücktun in die Truhe. So. Falls wir sterben, wisst ihr ja, kennt ihr ja. So. Gut, ich brauche jetzt Kupfer. Kupfer, um mir eine weitere Axt zu bauen. Gut, hier waren die ganzen Monstrositäten. Okay. Meine Frage ist jetzt, kommen die hier rein, die Viecher? Kommen die hier rein? Wahrscheinlich nicht. Das denke ich mal durch die abgesperrt durch die Fackeln. Wir werden uns mal hier weiter graben. Schade, danach haben wir nur eine Steinspitzhacke. Was soll's? Oh, Erde. Also ich hoffe mal ganz stark, dass die da nicht durchkommen hier. Jetzt können wir, glaube ich, so langsam auch mal unsere Schaufel aktivieren. Mal gucken. Oder lieber nicht. Lieber nicht die Schaufel, oder? Raus hier. Raus aus dem Inventar. So. Ah, okay. Okay, so. Weiter geht's. Tja, wenn ich es scheiß hab, dann, wenn ich Pech habe. Ich wollte noch nicht mehr so viel Scheißwörter benutzen. Wenn ich Pech habe, dann spawnen mir hier die Zombies aus dem Sand raus. Das wäre natürlich nicht so schick. Okay, jetzt sind wir schon draußen. Wollten wir so eigentlich nicht. Machen wir mal dicht hier. Ein Stück zurück. So, machen wir erstmal hier dicht. Okay. Hm, Kupfer. Wir könnten natürlich auch mutig sein und hier rausgehen. Haben wir denn Kupfer? Oh, da unten drinnen. Bisschen riskant, wa? Oh, da ist schon einer. War da schon einer? Dass die immer so springen und dann hinter mir sind, das kotzt mich total an. Mist, ey. Die sollen nicht hinter mir sein. Ich brauche Kupfer. Wir müssen hier eigentlich so das ganze Ding hier irgendwie ausleuchten. So wie ich gehört habe, spawnen die dann auch nicht mehr. So. Gut, da müssen wir jetzt wieder zurück, wa? Wo war denn mein Aufgang? Da? Nee. Mist, wo komme ich denn zurück? Das ist ja noch eine Höhle, oh Gott.
Wo ist denn hier mein... Wo komme ich denn her? Wo komme ich her? Wo gehe ich hin? Ah, Mist. Wo komme ich her? Wo gehe ich hin? Wo komme ich her? Wo gehe ich hin? Ich kriege hier gerade ein bisschen Muffensausen. Wo komme ich her? Wo kam ich hin? Wo ist meine Höhle? Ich habe hier gar keinen Nerv. Ich will in meine Höhle zurück. Oh, guck mal. Kupfer. Bam, 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 bam. Oh, ich höre ihn schon. Ah, nein, 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 nein. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Oh Gott. Kann ich nicht wenigstens diesen einen Kupferblock hier mal schnell abbauen? Ich brauche nämlich eine Kupferspitzhacke. So, jetzt muss ich erstmal hier meinen Dings finden, wo ich hergekommen bin. Bin ich von da ganz oben gekommen? Ach, da. Hier ist also mein... Vielleicht sollte ich mir mal hier eine Tür hinbauen. Warte mal. Eine Tür wäre nicht schlecht. Das hier vielleicht ein bisschen vergrößern und dann auch eine Tür bauen. Dann brauchen wir Fackeln. So, jetzt brauchen wir die Steinspitzhacke, okay. Bam, 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 bam. So. So. Wisst ihr, dass wir uns hier diesen Raum ein bisschen größer machen, wofür auch immer. Dann bauen wir uns gleich mal eine Tür. Ich glaube, ich muss jetzt auch bald mal raus. Ist es eigentlich draußen schon wieder hell? Weiß ich nicht. So, machen wir uns mal eine Tür. Ah, ba, 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 ba. Wo ist die Tür? Wo ist die Tür? Wo ist die Tür? Wo ist die Tür? Wo ist die... Sag nicht, ich kann jetzt keine Tür bauen. Na, dann mach doch wenigstens mal einen Kupferbahn. Warte mal, oder? Wir machen mal hier, zack. Ach so, da brauchte ich... Ah, ist schon wieder nachts. Scheiße. Kupferbahn. Es ist schon wieder Nacht, sie sind schon wieder da. Sie fangen schon wieder an mein Häuschen zu klopfen. Hm, hm, hm. Gut, für eine Tür brauche ich ja noch Eisen, fällt mir gerade ein. Und Eisen haben wir so gut wie gar nicht. Werden wir auch wieder was hier in die Truhe reinpacken. So, was haben wir, was ist denn das eigentlich hier? Erde, wa? So, unser Kupfer hier reinpacken. Können wir denn aus dem Kupfer jetzt schon was craften? Oh, 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 oh. Kohle. Ach du Scheiße. Bin ich hier runtergefallen? Nein, nein, nein. Oh nein. Wo ist es? Wo ist es? Wo ist mein Aufstieg? Da drüben. La la la, schnell zurück. Die, 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 ich bin runtergefallen. Mist. Hier durch. Hier soll eigentlich die Tür entstehen später mal. So. Jetzt bin ich. Ey, sag mal, wie dämlich ist man denn? Kann man denn so dämlich sein? Jetzt bin ich ja wieder reingefallen. Gibt's doch gar nicht. Warum nehme ich jetzt überhaupt die Spitzhacke in die Hand? Hier muss ich lang. Oh nein. Oh Gott. So. Hier macht bloß zu, ey. Fällt sie sonst da wieder runter. Gut, jetzt bleibt uns ja nicht. Wir müssen jetzt Eisen suchen, um uns irgendwie zum Beispiel eine Tür zu bauen. Wir haben ja auch so viel Stein. Ich hatte schon überlegt, ob wir jetzt nach oben gehen und oben schon mit unserem Castle anfangen. Dass wir überirdisch irgendwie da so eine Struktur uns bauen. Aber ist jetzt in der Nacht ein bisschen ungünstig. Da würde ich das jetzt nicht so gerne machen. Vielleicht, dass wir hier wirklich erstmal so einen Raum bauen. Und ich höre sie da schon wieder klopfen. Panik ist angesagt. Sehr schön.
Das staubt hier, aber da kriegst du ja echt eine Staublunge. So. So, ein paar Fackeln könnten wir uns jetzt wieder craften, würde ich mal sagen. Ein bisschen Holz, ein paar Stickies einstecken. So. Und dann ein paar Fackeln craften. Hier, guck mal. Pack. Ah, okay, wir brauchen noch mehr. Oh, lass mich schon mal in Ruhe, Mann. So. So, 18 Fackeln, denke ich mal. Ist erstmal, ach so, vielleicht noch Kupfer. Kann man Kupfer schon machen. Kupfer. Ja. Dann können wir uns doch jetzt eine Kupferspitzhacke machen, oder? Ja, wir haben eine Kupferspitzhacke, sehr cool. Gut. Und den Rest packen wir mal wieder in die Truhe. Die Erde, gut, die Erde können wir mit rumschleppen. Das können wir auch mit rumschleppen. Das Messer können wir mal hier lassen. Das lassen wir hier. So, weiter geht's. Lass mich bloß in Ruhe. Bei meinem Schwierigkeitsgrad leicht habt ihr eh keine Chance hier. Bei normal sind die, glaube ich, wirklich in der Lage, die Wände zu durchdringen. Aber das hatte ich, glaube ich, schon mal erwähnt in einer vergangenen Folge. Wir werden jetzt hier mal weitermachen. Ja, leider, die ersten Folgen geht es hauptsächlich unterirdisch zu. Damit wir hier erstmal irgendwie an unsere Rohstoffe kommen, aber wie es aussieht. Ich würde auch ehrlich gesagt ganz gerne... tja, was können wir jetzt machen? Eigentlich müssen wir ja... Brauchen wir Rohstoffe. Rohstoffe heißt... Warte mal kurz. Rohstoffe heißt... Hier. Eigentlich, dass wir in den Höhlen ein bisschen suchen müssen. Also da werden wir ja oberirdisch jetzt nicht allzu viel finden. Da von da oben sind wir gekommen. Dann würde ich jetzt mal spaßhalber vielleicht in diese Richtung graben. Und wir hören sie schon wieder schreien. Die werden so wütend. Die hassen mich wirklich wie die Pest, die Dinger. Guck mal hier. Die hassen mich wie die Pest. So. Kupferspitzhacke. Naja, weit kommt man damit nicht. Ja, man könnte jetzt theoretisch, könnte man jetzt hier so eine Treppe runterbauen. Aber da kommen die dann nur durch, wa? Bringt's, glaube ich, auch nicht wirklich. Mal, glaube ich, wieder zumachen. So. Würde ich einfach mal sagen, wir graben uns mal hier geradeaus in der Hoffnung, dass wir ein bisschen Eisen oder Kupfer finden. Scheinbar liegt das Zeug irgendwie mehr offen, als dass es sich hinter irgendwelchen Felswänden versteckt. Ah, guck mal, da sind wir schon wieder draußen. Ist jetzt irgendwie nicht so sinnvoll, ha? Ich meine, so hoch können die, glaube ich, gar nicht springen. Die können auch bloß ein paar Blöcke hochspringen. Später kommen ja noch viel krassere. Also das sind jetzt im Prinzip die ganz einfachen Gegner. Und ich glaube, das ganze Spiel ist so angelegt, wir haben jetzt unseren Spawn-Ton. Den habt ihr ja schon gesehen, dieser Turm. Und das ist im Prinzip die Mitte von der Map. Und ich denke mal, umso weiter man sich entfernt, umso gefährlicher oder desto tiefer, umso weit man weggeht, auch in die Tiefe. Und so weiter man weggeht, umso gefährlicher werden diese Monster. Gibt es hier eigentlich auch eine Schleichentaste? Nee, hier nicht. Bei Steuerung. Benutzen, schließen, aktivieren, springen, Gegenstand, Jump, Activate, Item. Also sieht nicht so aus, als wenn es hier eine... Ich spiele übrigens nicht mit Controller. Ich spiele jetzt hier so ein bisschen, wie ich es gewöhnt bin von Minecraft. Wobei Controller ist natürlich cool. Aber muss ja jetzt auch nicht sein. Warte, was machen wir denn jetzt? Ich würde ja ganz gerne darüber, mit so einer Art Brücke darüber bauen. Aber weit kommen wir da natürlich nicht. Ach, guck mal, was haben wir denn hier? Na, da würde ich doch jetzt mal ganz frech... Problem ist nur, dass das Zeug runterfällt. Haha. Vielleicht gehen wir hier mal einen Schritt runter. Ah, siehst du, wäre ich fast runtergefallen, bis sich der Nebel da verzogen hat. Das war vielleicht hier. Ne, nicht hier. Ein tiefer noch. Geht das? Geht nicht. Wir sind hier auf so einer Art. Müssen wir mal zumachen.
Oder wir probieren es mal in die Richtung. Dass wir irgendwo einen Anschluss kriegen, wo wir dann runtergehen. Ne, hier auch nicht. Mist. Können wir jetzt bloß das ganze Ding aufmachen hier. Aufbrechen. Ah, guck mal, hier haben wir einen Anschluss, oder? Ne, auch nicht. Auch nicht. Ne, guck mal da hinten vielleicht. Hier können wir uns jetzt gerade mal hier so einen Gang bauen, mehr nicht. Da hinten müssen wir irgendwie hinkommen. Können wir da hinten? Da drüben kommen wir ran. Da drüben kommen wir ran, okay. Wenn ich den abbaue, dann fällt er runter. Das will ich natürlich auch nicht. Gut, dann probieren wir was anderes. Können wir denn hier runter? So eine Art Treppe runterbauen. Geht auch nicht. Wir hängen hier völlig in der Luft mit unserem Konstrukt. Wir hängen hier völlig in der Luft. Man könnte höchstens runterspringen und sich dann schnell... Weil Zombies sind ja hier scheinbar hier unten jetzt nicht. Ah, dafür verbrauche ich meine... Dabei verbrauche ich meine ganze Kupferspitzhacke, was? Jetzt hier runterspringen, wie tief ist denn das? Sterben wir da, oder? Wir springen dann darüber. Warte mal, nehmen wir den noch weg. Und dann gucken wir mal, ob wir uns eine Treppe hochbauen können. Na los. Ah, okay, wir leben noch. Da oben müssen wir hin. So. So. Ich höre es schon wieder. Ich höre es schon wieder. Und der hat ein Eisen oder Kupfer gedroppt. So, ich will auch hier einfach nur eine Treppe bauen, Mann. Lass mich doch in Ruhe. Ups. Es dauert bestimmt nicht lange, bis hier das nächste Skelett kommt. So, 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 so. Ich höre es schon wieder. Und hat ein Holz gedroppt. Okay. Ist natürlich der Spielraum nur so lange, bis wir... unsere Patronen alle sind. So, jetzt haben wir hier eine Art Treppe. Können wir schon mal in diesem Bereich darunter. Okay. Hier kann natürlich auch ein Skelett hoch, wa? Daran müssen wir auch denken. So, dann machen wir hier mal zu. Kommen wir da drüben ran. Ja, so. Ja, dann können wir aber unsere Treppe nicht mehr benutzen. Oh, warte mal. Das ist eine ganz schöne Fummelei hier. Dann müssen wir doch den nochmal wegnehmen. So, und hier würde ich dann mal vielleicht eine Markierung machen, dass hier unsere Treppe ist. Das war aber so Quatsch, weil es sehen wir besser, wenn die hier dran ist. So. Okay. Ja, müssen wir mal gucken. Oh, jetzt haben wir ja hier... Ach du Scheiße. Und der hat da wieder was gedroppt. Noch leben wir. So, wir wollen ja hier hoch. Da müssen wir so machen, oder? So, jetzt ist schick. So, ist okay, ja. Gut, dann haben wir jetzt schon mal hier... Die würde ich mal nochmal wegmachen. Dann vielleicht die Fackel dann doch hier oben reinstellen. So. Okay. Gut, dann wollen wir jetzt mal gucken, oder was? Am besten ist, wir machen hier erstmal überall Fackeln hin. Okay. Kommt da schon wieder? Ein bisschen beleuchtet haben wir das schon. Jetzt scheinbar ist jetzt auch Tag. Habe ich fast den Verdacht. So mal ein bisschen, oh Gott. So ein bisschen ausleuchten hier. Ups. Den ganzen Bereich.
Danach können wir vielleicht ein bisschen abbauen. Könnten theoretisch sogar... Könnten wir sogar nochmal... Okay, hier machen wir noch eine rein. Hier unten noch. So, hier noch. So. Oh, Fackeln alle. Gut, jetzt müsste da eigentlich schon, wenn ich das richtig verstanden habe, ein bisschen weiter weg spawnen. Ach, da ist ja dann noch eine Höhle. Oh Gott, da kommen die sowieso immer von überall, oder was? Achso, ich brauche Eisen für eine Tür. Dann lass uns doch mal schnell ein bisschen Eisen abbauen. Ganz gezielt, das ist Eisen her. Ja, ein bisschen scheinbar, es ist ja jetzt Tag. Es ist ja ein bisschen ruhiger geworden. Man hört die Zombies nicht mehr schreien. Daraus schlussfolgere ich, dass Tag ist. Okay. Hier ist zu dunkel. Wir brauchen noch mehr Fackeln. Wollen nicht so lange hier in der dunklen Ecke bleiben. Hier war ja auch irgendwo noch Zeugs. Ups. Ah, Kupfer. Naja, besser jetzt. Ach, hier Eisen. Okay. Das ist jetzt erstmal primär, wenn wir wirklich so eine schöne Tür bauen wollen. Wir sehen natürlich durch die Tür dann auch den Eingang zu unserem... Da höre ich schon wieder. Irgendwo ist es. Irgendwo ist hier ein Skelett. Haben wir noch mehr Eisen? Da hinten ist noch ein Eisen. Na los. So. Dann gehen wir jetzt erstmal wieder zurück und gucken, ob wir eine eine Tür bauen können. Bin jetzt ein bisschen angespannt. Können wir den noch abschlagen hier? Oh, den haben wir sogar aufgenommen. Das ist natürlich sehr schön. So, dann gucken. Oh, jetzt ist schon wieder nachts. Okay. Also können wir gleich mal drin bleiben. Könnten wir hier die Tür bauen. So. So. Würde ich hier noch rüber gehen, damit ich ja nicht runterfallen kann. So, hier wäre dann im Prinzip der Ausgang. So. Na. Da ist schon wieder ein Skelett irgendwo in der Nähe. Hier erstmal kurz zu. Gut, gucken wir mal. Wie sieht's aus? Wir haben jetzt zweimal, viermal Eisen. Naja, es könnte was werden. Machen wir mal Eisenbahn. Was ist denn das jetzt? Achso, wegen der Kohle. Brauchen wir noch Kohle. Dann müssen wir nochmal in die Kiste hier reingucken. Kohle können wir gerne nehmen. Eisenbahn nehmen wir. Wir uns noch einen Haufen Holz nehmen. Bald müssen wir nach oben wieder neues Holz besorgen. Mach mal noch eine Eisenbahn. So, jetzt ist das Eisen alle. Wir haben jetzt allerdings drei Eisen. Und soweit ich mich erinnern kann. Genau, eine Tür. Fünf brauchen wir davon, okay. So, jetzt haben wir schon mal eine Tür. Das ist schon mal eine gute Sache. Und die würde ich ganz gerne hier... Ups. Würde ich ganz gerne... Wo war das? Hier nicht, ne. War es nicht hier in der Nähe von meiner Kiste? War das doch hier ganz weit hinten, oder was? Ne, hier ist es auch nicht. Wo war denn das? Hier. Hier ist es. Hier muss die Tür rein. So. Dann würde ich die Tür mal so hier reinsetzen. Ah, guck mal eine an. Meine an. So, jetzt haben wir nämlich eine Tür. Könnte man doch jetzt hier oben noch zumachen. Und dann hier den noch rausnehmen. Dann fallen wir aber wieder runter, wa? Würde ich mal sagen. Nee, nicht, fallen wir nicht. Okay. Gut. So, dann haben wir jetzt eine Tür. Nehmen wir den noch raus. Da würden wir dann schon mal runterfallen. So, guck mal einer an. Zack, Tür raus. Gucken.
Hoch. Tür zu. So. Und nun? Könnt ihr hier gar nicht rein, wa? Hehehehe. Wir haben eine Tür. Wir haben eine Tür. Lass uns mal hier den noch rausnehmen. Das alles ein bisschen großzügiger wird hier. Ja. Sehr schön. Den noch rausnehmen und den, dass wir hier so eine kleine Fackelecke haben. So, dann, damit wir unsere Tür auch sehen, da, wie sie da so ist. Hier können wir eigentlich noch eine kleine Stufe machen. Ja, so, hier noch eine Stufe. Oh, nein. Da können wir uns auch noch mal runtergraben. So, jetzt haben wir schon mal schickimicki. Wo sind meine Fackeln? Sind die schon wieder alle? Lass uns doch noch ein paar Fackeln craften. Hier. Sag nicht, da fehlt was. Was fehlt denn da? Die Steine hier. Die Dinger. So, Fackeln. Übrigens, das, was man craften kann, ist immer ziemlich weit oben in der Liste. Was man nicht craften kann, ist unten. Also man muss sich jedes Mal runterscrollen und suchen. Weil das, was man craften kann, ist halt einfach oben. Habe ich jetzt so mitbekommen. Kompass brauchen wir im Moment nicht. Ich wollte hier noch eine Fackel ransetzen, damit das hier nicht so dunkel ist. Bis jetzt hat ja hier noch, ist ja hier noch keiner gespawnt. Die Erde nehmen wir mal raus. Geht's ja schon nach oben? Falls ein Zombie rausklettern will. So, und dann können wir eigentlich auch schon gut die gute Kupferhacke jetzt hier zu verschwenden für... Das ist natürlich auch Schwachsinn, wa? Wenn wir uns hier eine eine Steinspitzhacke machen. Und die austauschen mit der Kupferhacke, so. Dann würde ich hier sogar mal das Zeug wieder reinpacken. Zweimal Eisen haben wir noch übrig. Wir haben noch eine Tür gebaut. Kann das sein, dass ich für eine Tür... Ja, ist egal. So. Wenn wir mal alles, was wir nicht brauchen, in die Truhe machen. Das Zeug können wir mal einstecken. So, wenn wir jetzt sterben, verlieren wir nichts. Ich glaube, man kann auch Steinpatronen herstellen. So, ich glaube, in die Richtung hatte ich mich ja schon mal gegraben, oder? Wollen wir da nochmal reingehen? So. Meine, wir sind ja ziemlich dicht unter der Oberfläche. Vielleicht sollte man wirklich nach oben gehen und dann da irgendwie sich so eine Art Castle aufbauen. Da könnte man dann aus dem Fenster raus auch die Zombies abschießen. Abballern. Abknallen. So, wo geht's denn hier überhaupt lang jetzt? Ach, guck mal, da oben ist Eisen. Haha. So. Na, geh noch mal raus hier. So, sehr schön. Zack. Das nehmen wir doch gleich mal mit hier, oder? Könnte sein, dass das eine Weile dauert mit der Steinspitzhacke. Das dauert ja richtig lange. Ah, da ist noch mehr Eisen, wie geil. Können wir uns ja bald auch eine Eisenspitzhacke bauen. Na komm. Na komm. Oh, noch mehr Eisen. Das ist natürlich sehr geil. Oh. Und da oben haben wir schon ein freundliches Vieh. Ist die Oberfläche schon? Die Oberfläche. Nein, nein, lass mich, lass mich, lass mich, lass mich, lass mich, lass mich, lass mich. Kommen die Escher von da oben runter? Haha. Gut, da müssen wir hier ganz kurz mal dicht machen. Würde ich mal sagen. So, wir machen dann jetzt mal Schluss. Das war's dann. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss.